meisten Männer verdienen es nicht zu leben. Oh Gott, Bro. Man braucht ja keinen Penis, um Mann zu sein, erst. Ja. Was? Was? Wie jetzt? Oh nö, Bro. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, Leo, warum hast du nicht gesagt das und das, warum hast du... Aber ich bin wirklich überfordert. Sie läuft hier rum, sagt kill all men. Ich fühle dich gerade komplett, 100%. Ich weiß selber nicht, was ich sagen soll, Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Wir gehen rein, meine lieben Freunde. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. One Love geht raus von mir auf jeden Fall. An euch, nur Liebe, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geliebt von mir. Und wir gehen jetzt in ein neues Video rein, und zwar: So brutal wurde ich von dieser Feministen-Demo verbannt. Ketzer der Neuzeit. Oh shit, man. Es wird wild auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet, ja? In dieser Folge. Ich finde, Frauen sind besser als Männer. Aber ich bin wirklich über... Oh. Shit, Alter. Das geht ja schon mal gut los hier. Ich finde, Frauen sind besser als Männer. Sie läuft hier rum, sagt kill all men. Ja gut, dann verpisst euch kill mal. All men. Nein, jetzt... Oh, das... Ah, das ist so traurig, Digi. Das ist so eine blöde Hetze, die hier wieder betrieben wird. So kill all men und so Frauen gegen Männer kämpfen, keine vernünftigen Familien entstehen mehr. Dieses ganze Feminismus-Thema sorgt halt langfristig für Sachen, die nicht gut sind für unsere ganze Gesellschaft, weißt du? Ist nicht so, dass ich gegen Frauen bin oder sowas, weißt du? Aber diese Feminismusbewegung hat ab irgendeiner Stelle einfach übertrieben, finde ich, weißt du? Einfach übertrieben. Das geht einen Schritt zu weit, Digi. Man könnte schon sagen, frauenfeindlich an der Stelle. Was? An der Stelle? Aha. Geprägt dir der Lovelock wieder. Aufdrängen, aber unterhaltet euch mal besser nicht mehr mit denen. Ja, ich merke das schon. Das sind rechte Transfeinde, die machen hier... Oh, oh, rechte Transfeinde, ja. Ich werde euch weder gestatten, dieses Bild noch dieses Tonmaterial... Ist ja in unsere Kamera reingelaufen. Oh shit, wird wild, Freunde. Mensch, was geht doch? Was tust du hier? Die meisten Männer verdienen es nicht zu leben. Oh Gott, Bro. Bro, Leo, zum Glück hast du mich nicht mitgenommen, Bro. Was heißt der Demo? Aber eigentlich musst du mich mal mitnehmen auf so eine Demo, auf so eine Veranstaltung. Wäre bestimmt lustig, glaube ich. Ja, du machst das auf der Demo, ja? Oh, ja? Verpiss dich jetzt. Der Ursprung des Feminismus wird falsch verstanden und falsch verkörpert. Denke ich auch. Denke ich auch. Ich glaube echt, dass der Ursprung mal was Positives event... Also das war hundertprozentig was Positives so. Als Frauen noch keine Rechte hatten so. Nicht wählen durften. Nicht arbeiten gehen durften. Ganz viele Dinge nicht tun durften, weißt du? Da war das auch eine wichtige und richtige Bewegung. So. Damit Frauen auch die gleichen Rechte haben. Vor allen Dingen vorm Gesetz auch. Weißt du, wie ich meine so? Das finde ich gut. Feier ich. Aber das, was heutzutage als Feminismus alles dargestellt wird... hat mit Feminismus im Ursprung, glaube ich, auch gar nichts mehr zu tun. Also ich meine, wenn eine Shireen David sagt, sie ist Feministin und sich dann hinstellt und junge Mädels dazu motiviert, ihren Arsch in die Kamera rein zu twerken, nichts gegen Shireen David, aber was sie erzählt in ihren Texten und wie die Kids motiviert, einfach eine Bitch zu sein, so, das ist nichts mit, das hat nichts mit Feminismus zu tun, weißt du? Das ist kein Feminismus. Kannst du mir sagen, was du willst? Das kannst du auch argumentieren, wie du möchtest. Aber die Sexualisierung der Frau ist kein Feminismus. So. Gegen Staat und Kapital, Feminismus überall. Ja, ein guter Start an der Stelle. Wir sind am internationalen... Ja, dieses an der Stelle ist auf jeden Fall angekommen bei den Jungs und Mädels. Grüße gehen raus auf jeden Fall an Leo, bester Mann, one love, Bro. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder telefonieren. Tag natürlich nirgendwo geringeres als am Invalidenpark, heißt das, wa? Hier war auch gerade eben schon Fridays for Future vor ein paar Tagen und heute geht es eben um das nächste Woke-Thema, nämlich die unterdrückten Frauen. Frauen. Da werden wir eh erstmal herausfinden, wie das ist. Gibt es jetzt zwei Geschlechter? Also wenn ja, dann sind Frauen auf jeden Fall unterdrückt und Männer die Täter. Aber wenn es mehr gibt, dann gibt es ja irgendwie auch gar keine Männer und Frauen mehr, weil ja dann jeder ein Mann und Frau sein kann. Also ich habe Fragen und mal gucken, ob wir heute Antworten bekommen. Leo hat die Haare angeschnitten. Angeschnitten, na Mann. Leo hat die Haare abgeschnitten. Krass. Ganz ungewohnt hier an der Stelle. Oh shit, rein. Da waren wir also, angekommen bei der Feministen-Demo am Internationalen Frauentag. Das erste Schild, was mir an diesem Tag ins Auge... Liebe geht raus an alle Frauen hier, schon mal vorab, ja?
Liebe. Liebe an alle Frauen. Und im Vergleich zu den anderen Schildern, die wir noch sehen werden, ein sehr harmloses trug diese Aufschrift. Ein Penis macht nicht kompetent. Kompetent. Aber potent. Aber da frage ich mich, macht ein Penis zumindest kompetent, um ein Mann sein zu können? Nein, ich denke nicht. Nein. Nee. Man braucht ja keinen Penis, um Mann zu sein erst. Ja. Was? Was? Wie jetzt? Oh mein Gott. Oh nö, Bro. Tent, um ein Mann sein zu können? Nein, ich denke nicht. Nein. Nö. Man braucht ja keinen Penis, um Mann zu sein erst. Da bin ich eigentlich schon komplett raus an der Stelle, wenn ich, also wenn ich das so sagen kann, ne? Da bin ich jetzt schon komplett raus, so. Also eigentlich brauchen wir gar nicht weiter gucken, Bro, da bin ich raus. Also, nee. Nee. Nein. Okay, was braucht man, um ein Mann zu sein? Das Gefühl vielleicht. Guck mal. Dieses Lachen dabei, weißt du, was ich meine? So, die meint, die nimmt es selber nicht ernst, was die da erzählt. Ehrlich jetzt, nichts gegen sie, nur Liebe auch an dich. Aber du nimmst es selber nicht ernst, was du da gerade erzählst. Wie ist die? Das Gefühl vielleicht. Gefühl? Ich fühl's nicht, also schwierig. Ich fühl's schon. Und, wie ist so? Also, ist schön, aber es hat auch irgendwas mit meinem Penis zu tun, glaube ich. Und mit den Balls, Bro. Und es ist... Soweit. Schnallt euch an, denn jetzt packt Leo wieder seine Englischkünste aus. Entschuldigung, darf ich euch ein Zitat von meinem Lieblingsfeministen vorlesen? I believe women are the most precious things on the planet. They create life and they should be protected. What do you think about this quote? I don't think that creating life should be a basis for appreciating people. No? Top G auf jeden Fall. Wie jetzt, Digga? Also, ein Leben zu kreieren, soll man nicht appreciaten. Das ist doch schön. Weißt du, was ich meine so? Ich finde das wunderschön. Wenn ich eine schwangere Frau sehen würde und irgendwas passiert so, oder irgendeiner macht die dumm an oder so, Bro, ich würde alles dafür tun, um die zu beschützen. So. Die kreiert gerade ein Leben. Das ist das, was die Zivilisation aufrecht erhält. Weißt du, was ich meine so? Das muss protected werden. Das muss man auch appreciaten. Man muss sagen, ja, geil, so, schön, ich respektiere das, das ist was Schönes. You do great, I can't give birth. Even though we, like, some of us choose to not have children, we still are valid in that choice. The quote is actually from Andrew Tate. Ja, die wissen teilweise gar nicht, was die da erzählen. Okay. You like him? No. I don't think the problem is him being a man. No. That's great. Okay, that's cool. That's a basement. That's not a problem to be a man. I like that. Okay. I like that, man. I think is the one right that every man has, but the women don't have. The different legislations are different across the world. Yeah, but I think one part that is very different is self-confidence. I think that's a very important thing that men... There's no right. Trained to be too confident, even though they're not sometimes, and that's hurtful for men. And women are trained not to be confident enough. And I think that's sad for both. Okay. Yeah, you are very confident. I like I'm not. No, okay. Sorry, I didn't want to assume your... Dein Englisch, Bro. Komm mal nach Mexiko, Bro, die haben ein bisschen Englisch studiert. How many genders are there? I don't know, I don't like definitions. Ah, okay. But you are here for a woman. Yeah. But don't for women and for men and for human beings. It's not a women's thing. So also people who don't think that women are suppressed can go with here? If people think that there's no problem, then they wouldn't be here, right? Well, I'm here. You think there's no... I think in the Western world, there's nothing too much going on in suppressing women. Okay, then I think it's nice that you interview people and you ask them questions. Yeah, we want to speak with the people that have different opinions. Well, you are very nice. Thank you. Damit euer Puls jetzt nicht zu sehr in die Höhe gerät, atmen wir einmal tief ein und aus. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Und ja, nach dem Gespräch hatte ich schon mal gute Laune, das war lustig. Aber ein Grund, um noch bessere Laune zu bekommen, war diese Dame. Oh, diese Lache, Digga. Ich habe eine kleine Frage.
Wir machen ein YouTube-Video und ich habe hier die Ukraine-Flagge gesehen. Oder das heißt People to People. People to People. Völkerfreundschaft. Aber nicht mit den Russen, mit den Ukrainern. Doch, auch mit den Russen, nur nicht mit Putin. Ach so, okay. Mit den russischen Arbeitern bin ich sogar sehr solidarisch. Wir müssen sofort. Das ist doch schon mal süß. Sein. Das dürfen wir nicht so laut sagen hier. Natürlich sage ich das laut, weil ich bin Internationalistin. Ich bin gegen jeden Unterdrücker und gegen jeden Imperialist. Aber ich bin auch mit allen Arbeitern auf der Welt solidarisch. Und in Russland kämpfen die genauso gegen Putin wie in der Ukraine gegen den Zelensky. Ah ja. Sehr gut. Weißt du, was der macht, der Zelensky? Ja, das ist auch kein feiner Herr. Eben, ganz genau. Ja, das scheint doch eine aufgeklärte Dame zu sein hier an der Stelle. Wird aber so glorifiziert in der westlichen Welt. Weil die westliche Welt Interesse daran hat, in der Ukraine Einfluss zu haben. Die hat den ja auch hochgehievt. Da können wir uns auch mal die Hand geben. Das hört man leider nur noch selten. Darf ich noch fragen, heute ist ja der Internationale Frauentag, richtig? Ja. Wie würden Sie die Geschlechterfrage beantworten? Wie viele gibt es denn nun? Ich kann mir vorstellen, dass Sie hier vielleicht noch eine andere Meinung haben als die jungen Burschen hier in der Gegend. Das ist mir auch scheißegal, wer meint, er ist so oder so oder so. Können Sie das auch Ihrem Kind sagen, wenn das Kind fragt, Mama, sag mir bitte eine Zahl, ich bin verwirrt, wie viele Geschlechter gibt es? Der will dann einfach wissen, ich bin jetzt das Kind. Die ist eigentlich lustig, Digga, ich fühle die. Hab 45 Jahre meinen Lebensunterhalt als Erzieherin verdient. Ja, da haben Sie ja bestimmt. Das ist eine goldrichtige Antwort für mich. Keine Ahnung, das ist mir auch wurscht. Schauen Sie doch mal nach, ich meine, es sind zwei. Und bis zu diesem Punkt dachte ich, hey, alles schön und gut, es läuft alles eigentlich ziemlich nach Plan. Man hat ein paar Gespräche hier, man hat ein paar Gespräche da, das eine etwas argumentativer, das andere etwas absurder, wie immer. Aber bis jetzt eigentlich nicht so, also die Bilder, die er da gesehen, also diese Dinger, die der eingeblendet hat von diesen Mädels, die da mit diesen, so Männer sind alle Schweine und die Männer sollten bla bla bla, kommt vielleicht noch, aber bis jetzt eigentlich so, Resümee. Gar nicht verkehrte Leute bis jetzt da gewesen, oder? Außer die erste, die gesagt hat, man kann auch ohne Penis ein Mann sein. Hängt immer noch in meinem Kopf fest. Ich muss auf jeden Fall nach dem Stream meditieren, damit ich diese Aussage wieder loswerde. Raus aus meinen Gedanken. Weg. Dann kam diese junge Dame ins Spiel. Männer sind geringere Wesen in unserer Gesellschaft. Frauen sind höher gestellt. Was? Jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, Bro. Kam diese junge Dame ins Spiel. Männer sind geringere Wesen. Ach du Scheiße, Digga. Bro. In unserer Gesellschaft, Frauen sind höher gestellt. Was hat die für eine heftige Gehirnwäsche hinter sich, dass sie so einen Schwachsinn von sich gibt, ja? Vor allen Dingen, das ist doch das, was... Digga. Ich dir sagen, Alter. Wenn ich mich jetzt als Frau identifiziere, müsstest du... Das ist schon radikal, weißt du? Die radikalisieren sich halt. Auch umbringen oder wäre das dann... Absolut. Was? In unserer Gesellschaft, Frauen sind höher gestellt. Wenn ich mich jetzt als Frau identifiziere, müsstest du mich dann auch umbringen oder wäre das dann... Absolut. Absolut, hundertprozentig. Die meisten Männer verdienen es nicht zu leben. Ja. Was ist das für eine Aussage, Dicker? Die meisten Männer verdienen es nicht zu leben, Bro. Bro. Minderwert. Also, da bin ich echt sprachlos, Freunde, gell? Ja, aber wenn ich mich jetzt als Frau identifiziere, darf ich dann weiterleben? Identifizierst du dich als Frau? Nein. Dann nicht? Aber jetzt schon. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht, aber okay. Also, was machen wir jetzt mit dir? Kill all men. Weil du bist ja sozusagen das Klischee, warum Leute Feminismus ablehnen, aber... Ich bin kein Feminist. Sondern? Ich bin ein bisschen extremer als das. Fühlst du dich verantwortlich? Die hat echt einen Vogel abgeschossen gerade, gell? Das Leiden, was ihr Männer uns Frauen antut? Welches Leiden? Welches Leiden? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Mach doch mal vernünftige Beispiele, argumentative, vernünftige Beispiele, warum du jetzt leidest. Du leidest jetzt wegen Männern?
Nicht wer? Nur ich, jede Frau. Jede Flinterperson. Also erzählt mal hier, Freunde. Wir haben noch ein paar Mädels im Chat. Amelia, Beke, Mary, Miss Julia war auch schon länger nicht mehr da. Müsst ihr leiden wegen uns? Und wenn ja, warum? Für alle Frauen. Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber woher willst du wissen, dass ich nicht auch eine Frau bin? Du hast mir gerade gesagt, du bist keine Frau. Und dann habe ich gesagt, ich bin eine Frau. Das hast du ja schnell geändert, deine Meinung. Ich muss weiter. Na gut, okay. Tut mir leid. So. Also, was soll ich sagen? Könnt gerne in die Kommentare schreiben, Leo, warum hast du nicht gesagt das und das, warum hast du... Aber ich bin wirklich überfordert. Sie läuft hier rum, sagt Kill All Men. Du weißt gar nicht, was du dabei sagen sollst, Bro. Ich fühle dich gerade komplett, 100%. Ich weiß selber nicht, was ich sagen soll, Bro. Stellt euch vor, man wäre auf einer Corona-Demonstration und würde das Man mit irgendwas anderem, sei es Politiker oder Pharma-Konzern-Bosse oder lasst eure Fantasie freien Lauf. Es würde nicht gehen. Es würde einen Aufschrei geben. Nicht so, wenn es um Männer geht. Also, da vorne war ein Schild Kill All Men. Würdest du sagen, das ist die richtige Attitüde für den heutigen Tag? Nein, ich nicht. Dankeschön. Ja. Fühle ich mich sehr geehrt als Mann, dass ich jetzt nicht sterben muss. Ja. Can we do it in English, so I can express myself a little bit better? Ja, ja, ja. Like, let's assume there would be this girl that said, like, yeah, kill all... Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, Michelle war an diesem Drehtag auch dabei. Ihr nächstes Gespräch wurde aber toleranterweise auf guter alter solidarischer Art unterbrochen. Was ist ein... Leide selten, nur wenn ich das will. Aha. Okay. Fantasie den Man. Oh. Ja, redet mal mit irgendjemand anderem. Wollt ihr mir die Frage beantworten? Was eine Frau ist? Ja. Was Wichtiges, keine Ahnung. Jeder. Was Wichtiges? Jeder, der sich auf irgendeine Weise da definiert. Okay. Jeder. Das ist wieder schwer, wie man das dann benennt. Das ist dann wieder kompliziert. Nicht mehr weiter mit denen. Dann verpisst euch mal. Nein, jetzt. Oh, das ist aber. Ey, bleib cool, Junge. Mann, ich wäre gerne mitgekommen. Leo, nächstes Mal rufst du an, dafür komme ich auch aus Mexiko. So, man könnte schon sagen, frauenfeindlich an der Stelle. Und sobald einmal der Satz fällt, hey, der da ist transphob, dann geht die Post ab. Ich weiß nicht, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht zu sehr angegriffen fühlt. Geht man nicht weiter mit denen. Wieso denn? Was? Weil das ich muss ja wirklich. Ich muss ja wirklich mein Mikrofon 3 Meter hochhalten, damit man ihn hört. Komm, geht mal aus der Demo raus. Ich rede gar nicht mit dir, ich rede gerade mit deinem. Wer bist du denn eigentlich, Junge? Wer bist du, dass du denen sagst, dass sie aus der Demo rausgehen sollen? Hm? Was ist denn? Erzähl mal. Lass sie doch einfach mal erzählen. Also, du kannst ja doch dich argumentativ mit denen auseinandersetzen. Warum so ekelhaft? Red nicht mit denen. Das ist eine Spaltung wieder. Wir müssen miteinander reden, auch wenn wir eine andere Meinung haben, meine lieben Freunde, ja? Wir müssen uns miteinander unterhalten. Auch jeder, der nicht meiner Meinung ist, egal bei welchem Thema, können wir gerne drüber reden. Und genauso bei allen Themen, auch auf der Straße, mit so, ihr macht es doch in der Familie genauso. So, nehmt das und übertragt es auch auf normale andere Gespräche. In der Familie ist es doch auch so, dass deine Mutter, dein Bruder, dein Onkel, deine Schwester mal eine andere Meinung hat, trotzdem liebt ihr sie, weil es deine Familie ist. Stellt euch einfach mal vor, auch wenn es für manche utopisch klingt, dass wir alle eine Familie sind. Und dass wir alle zusammengehören, dass wir alle miteinander zusammen leben hier auf dieser Welt so. Und wir alle eigentlich ein Verständnis an den Tag legen sollten, zuhören sollten und vernünftig miteinander reden sollten, auf menschlicher Basis, mit menschlichem Respekt. Und das geht seit Corona immer mehr verloren. Und das ist das, was uns immer weiter auseinandertreibt und wo wir am Ende dann nur noch für uns alle sind und dieser Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft kaputt geht. Und wenn die uns voneinander wegtreiben, sind wir einfacher programmierbar. Und das ist einfach nicht gut. Deswegen lasst es nicht zu. One love. Herzen in den Chat. Rechte. Gibt denen gar nicht erst die Publicity, die sie hier wollen. Er ist wirklich so groß. Da redest du schien schlecht über die Frau da gerade. Nein, ich rede über euch drei schlecht. Ja, jetzt haut ab. Ich rede gar nicht mit dir, ich rede mit ihm. Und gegen Transfrauen. Ich bin auch eine Frau. Er definiert sich als Frau. Ihr bringt mich voll aus dem Konzept. Was bedeutet denn Feminismus für dich? Sein ja, dann... Also du vertraust jetzt auf deinen Freund, dass er... Er hat jetzt... Wenn ich jetzt nicht mehr mit euch reden will, ihr seid ja nicht von mir abhängig, was Publicity angeht. Also alles gut. Lass mal gut sein. Okay. Aber danke, dass ich trotzdem dir ein paar Fragen stellen durfte. Und ja. Ja, das wird auch. Ja, mach die Kamera aus. Oha. Schlägerei einfach. Die Mutter, die vorbildlicherweise vor ihrem Kind...
Amelia, ich küsse dein Herz. Mua. Kameramann angepöbelt hat, mir meinen Bio-Apfel aus der Hand geschlagen hat, mein Age assumed hat, mir gesagt hat, dass ich mich nicht als Frau identifizieren kann, hat den Vogel an dem Tag nicht abgeschossen. Da kommt noch einiges mehr. Oh shit. Alter. Noch mehr? Es wird immer schlimmer hier. Also alleine gehe ich nie wieder auf so eine Demo. Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst! Digga, und die machen auf Liebe und Zusammenhalt und dies, das, bla bla bla, aber sind radikaler als was weiß ich. Euch! Ohne Witz, ohne euch würde ich hier nicht mehr hingehen. Entschuldigung, hi. Wir machen ein YouTube-Video. Hättet ihr eine Sekunde Zeit? Hey, ich will mich nicht aufdrängen, aber unterhaltet euch mal besser nicht mehr mit denen. Der ist schon wieder. Ja. Der ist immer noch unterwegs, Bro. Ich merke das schon. Das sind rechte Transfeinde. Die machen hier... Ich werde euch weder gestatten, dieses Bild noch dieses Tonmaterial... Du bist ja in unsere Kamera reingelaufen. Und ich euch gestatte euch trotzdem die Verwendung dieses Materials nicht. Ja. Das ist dann recht blöd am eigenen, für dich. Recht am eigenen Bild. Schade drum. Ja, schade. Oder eine Demonstration bist, na gut. Lässt du uns Ruhe? Der kommt ins Bild gelaufen. Ich werde euch weiterhin hinterherlaufen und dafür sorgen, dass ihr keine Leute belästigt. Und ins Bild kommen. Ich fasse hier niemanden an, aber ich laufe euch weiterhin hinterher. Da stand kill all men. Das ist respektlos, nicht was wir hier machen. Ihr seid hier, um schlechte Stimmung zu machen, das wissen wir beide. Hast du eine gute Stimmung, wenn du sagst, ja, wir sollten alle Männer umbringen? Also nicht alle, aber bei ein, zwei hier so in der unmittelbaren Umgebung. Geile Morddrohung auf Kamera, ich lieb's. Geil, Digga. Du stehst auf jeden Fall für Liebe, mein Jutster. Mann, Digga, die haben sich alle ihren Kopf ficken lassen von der Matrix, Digga. Das ist so heftig. Das ist so krass. Also die würden sogar Leute töten dafür. Für diese Ideologie, die nichts mit dem echten Leben zu tun hat. Bro, fuck. Also das macht mich echt traurig hier gerade an der Stelle. Das ist hart. Wirklich hart. Nächsten Folge. Wohin denn? Ja, du, da irgendwo anders hin, Alter. Du hast dir nichts verloren. Merkst du es nicht? Warum? Wer bist du, dass du mir sagen willst, wer hier darf und wer nicht? Und nicht vergessen, wenn du noch auf der Suche nach einem stabilen VPN...